Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Herren, meine sehr verehrten Damen, lieber Herr Präsident, lieber Herr Professor Strohschneider, sehr verehrte liebe Frau Bundesministerin Wanka, liebe Senatorin, liebe Eva, meine sehr verehrten Herren und Damen, Ehrengäste, die Abgeordneten, natürlich den ehemaligen MP unseres Landes und all, die Sie hier heute die Wissenschaft repräsentieren. Ich freue mich außerordentlich, dass Sie heute hier sind. Ich habe vor ganz zu Beginn meiner Amtszeit Herrn Strohschneider kennengelernt und ich habe sofort gespürt, das Schöne an diesem Amt als Ministerpräsidentin ist in der Tat unter anderem, dass ich es mit Wissenschaft endlich zu tun habe und mich und meinen Einfluss auch dafür einsetzen kann, dass es der Wissenschaftslandschaft in unserem Land gut geht. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass die DFG heute zum ersten Mal ihre Jahreshauptversammlung hier in Rheinland-Pfalz abhält und damit uns auch eine ganz besondere Ehre erweist in diesem Land. Herzlichen Dank, dass Sie der Einladung von Professor Krausch gefolgt sind. Danke, Herr Krausch, dass Sie die gute Idee hatten, die DFG einzuladen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie da sind. Und dass Sie spüren, wie groß unsere Freude ist, das sehen Sie auch darin, dass das halbe Kabinett hier vertreten ist, der ehemalige Ministerpräsident. Und auch darüber freue ich mich natürlich ganz, ganz besonders. Die Festveranstaltung der DFG, ihrer Gremien und ihrer Mitglieder ist für Rheinland-Pfalz, für Mainz, für die Johannes-Gutenberg-Universität ein besonderer Höhepunkt. Man kann auch sagen, ein Glanzlicht der Feierlichkeiten des 70-jährigen Bestehens beziehungsweise der Wiedereröffnung der Johannes-Gutenberg-Universität. Professor Krausch hat es eben schon dargestellt. Ich brauche auf die Historie dieser Universität nicht mehr einzugehen. Er hat es schon getan. Aber schon beim Festakt zu diesem Jubiläum habe ich so für mich gedacht, wie schön, dass man seit 1946 ein Thema wirklich konstant hatte, nämlich die Frage, ob Universitäten ausreichend und auskömmlich finanziert sind. Das ist ein Thema, was Sie bis heute beschäftigt und uns beschäftigt es auch. Ich darf allerdings sagen, dass ich sehr stolz bin auf unsere Universitäten, darauf, wie sich die Universitätslandschaft, die Hochschullandschaft in Rheinland-Pfalz entwickelt hat und will auch erinnern, weil ich nicht voraussetze, dass jeder unser schönes Bundesland kennt, dass wir nicht das klassische Bundesland sind, das traditionell schon lange ein großer Wissenschaftsstandort ist, sondern tatsächlich die Wissenschaft sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten außerordentlich gut entwickelt hat. Und das verdanken wir unseren Hochschulen, unseren Hochschulpräsidenten, aber natürlich den vielen Wissenschaftlern und Wissenschaftlern, aber auch einer guten Wissenschaftspolitik. Wir verdanken es dem Bundesministerium und natürlich auch der DFG. Also herzlichen Dank dafür und dass wir auch solche Fortschritte machen konnten. Rheinland-Pfalz tut viel für seine Hochschulen und deren Forschung. Und um mal zurückzukommen auf dieses Thema. Mit unserer Forschungsinitiative haben unsere Hochschulen in den vergangenen Jahren mehr als 160 Millionen Euro Mittel für die Forschung erhalten, zusätzlich zu ihrer Grundfinanzierung. Das hat in ganz erheblichem Maße zu einer individuellen Profilbildung der rheinland-pfälzischen Universitäten beigetragen und, wie ich finde, eine lohnende Investition in die Zukunft, die sich auszahlt und für die wir auch künftig natürlich Haushaltsmittel zur Verfügung stellen. Wenn Sie jetzt nachrechnen und es vielleicht umrechnen auf Ihr Bundesland, vergessen Sie nicht dabei zu bedenken, dass wir ein relativ kleines Bundesland sind, mit relativ wenig Einwohnern sind und dann relativieren sich diese Zahlen dann auch wieder ganz, ganz schnell. In Rheinland-Pfalz hat die Forschung in ihrer ganzen Breite einen hohen Stellenwert von den Grundlagen bis eben hin zur Anwendung dieser Erkenntnisse in Technik, Wissenschaft und Gesellschaft. Und Wissens- und Innovationstransfer, das ist uns ganz besonders wichtig in diesem Land, denn wir betrachten Forschung und deren Vermittlung in Wirtschaft und Gesellschaft als eine wesentliche Grundlage für unseren wissenschaftlichen, technologischen und auch gesellschaftlichen Fortschritt. Wir sind ein Land, das gerade deshalb seine Forschung stetig gestärkt hat und auch künftig weiter stärken wird. Meine sehr verehrten Herren und Damen, Rheinland-Pfalz ist gerade mit seinen Universitäten in vielen Fachbereichen ein führender Forschungsstandard in Deutschland geworden. Dass es so ist, ich habe es eben gesagt, ist kein Zufall. Es hängt in erster Linie und zuvörderst natürlich an unseren Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zusammen. Und für mich ist es immer eine ganz große Freude, in unsere Hochschulen zu kommen und zu sehen, wie viele Menschen aus anderen Ländern zu uns kommen wegen der Wissenschaft. Und es ist unser großes Ziel und Streben, diese Menschen auch hier zu behalten, die jungen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, weil sie unser Land eben auch jung machen, weil sie es modern machen und weil sie es fortschrittlich machen. Es ist auch zu verdanken einer langfristig angelegten Forschungspolitik. Die Universitäten in Mainz und Kaiserslautern mit ihrer spezifischen Ausrichtung in den Materialwissenschaften sind so ein Beispiel.
An beiden Standorten werden durch das Land Forschungszentren und durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft thematisch eng damit verbundene und synergetisch wirkende Sonderforschungsbereiche gefördert. Heute verfügt die Johannes-Gutenberg-Universität über die einzige Physikfakultät in Deutschland, das ist eben schon angesprochen worden, aus der sowohl eine Exzellenzgraduiertenschule als auch ein Exzellenzcluster koordiniert werden. Unsere Landesinitiative, die Förderinstrumente der DFG und die großen Bund-Länder-Programme verstärken und ergänzen einander. Auch das sehen wir an diesem Beispiel ziemlich gut. Mit der Forschungsinitiative unterstützen wir die Hochschulen in unserem Land beim Auf- und Ausbau ihrer Forschungsprofile. Die Exzellenzinitiative und das Nachfolgeprogramm von Bund und Ländern, die Exzellenzstrategie, wiederum erhöhen die in Rheinland-Pfalz vorhanden und sich stetig wieder weiter entfaltende Dynamik enorm. Ich bin sehr zufrieden, das darf ich, glaube ich, auch im Namen von Frau Wankers sagen, dass wir es dann doch geschafft haben, gemeinsam mit der Bundeskanzlerin, mit Ihnen und alle Länder und Kollegen und Kolleginnen, dass wir mit den Verwaltungsvereinbarungen zur Exzellenzstrategie, zur innovativen Hochschule und zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses gleich 3 Programme auf den Weg gebracht haben, die das bundesdeutsche Wissenssystem natürlich künftig maßgeblich prägen werden. Mit der Exzellenzstrategie wird erstmals, und darüber freue ich mich wirklich in ganz besonderem Maße, ein auf Dauer angelegtes Bund-Länder-Programm zur Förderung der bundesdeutschen Spitzenforschung auf den Weg gebracht, das den Wissenschaftsstandort Deutschland nachhaltig weiter voranbringen wird, auch Rheinland-Pfalz. Und ich wünsche mir, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft und der Wissenschaftsrat in so ganz bewährter Weise, wie bereits bei der bisherigen Exzellenzinitiative, auch den neuen Wettbewerb durchführen wird. Beide Organisationen, kann man sagen, sind ein Garant für die hohe Qualität der Auswahlverfahren und der Vorbereitung der Entscheidungen. Wie in der Exzellenzinitiative wird das zur Akzeptanz der Ergebnisse des neuen Wettbewerbs in der Wissenschaft beitragen. Und ich begrüße, dass der Hauptausschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft bereits, wie ich gehört habe, gestern seine Zustimmung zur Beteiligung am neuen Programm gegeben hat. Ich bin sehr zuversichtlich, dass morgen auch die Mitglieder, die Universitäten, diese Beteiligung zustimmen werden. Meine sehr verehrten Gäste, ich freue mich auch über die Chancen, die sich im Förderprogramm Innovative Hochschule für Fachhochschulen sowie kleine und mittlere Universitäten bieten. Das ist für unser Land zum Beispiel von besonderer Bedeutung. Hochschulen können dort ihre Rolle als Innovationspole mit regionaler und mit überregionaler Ausstrahlung weiter ausbauen. So kann der Transfer von Forschungsergebnissen aus allen Wissenschaftsdisziplinen zum Nutzen von Wirtschaft und Gesellschaft gestärkt werden. Schließlich werden mit der Vereinbarung zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses die Karriereperspektiven an Universitäten verbessert. Die Karrierewege sollen planbarer und transparenter gestaltet werden und junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen früher als bislang eine verlässliche Option auf einen dauerhaften Verbleib im Wissenschaftssystem geben. Auch das finde ich ziemlich gut. Denn wenn wir ein Problem hatten, was das Thema junge Wissenschaftler betraf, dann ist es das, dass die Unplanbarkeit ihrer Zukunft betrifft. Insofern wird das ganz sicherlich auch ein großer Fortschritt werden. Spitzenforschung und Zukunftstechnologien und das international führend, auch dafür steht Rheinland-Pfalz, davon profitieren wir alle. Ich könnte Sie jetzt fragen, haben Sie heute schon mal Forschung aus Rheinland-Pfalz oder von der Forschung aus Rheinland-Pfalz profitiert? Und ich wüsste die Antwort. Sie lautet nämlich höchstwahrscheinlich ja. Auch wenn Sie es vielleicht gar nicht gemerkt haben, wenn Sie heute aber mit einem in Deutschland hergestellten Auto unterwegs waren und nur über die sprechen wir, dann haben Sie vermutlich von der rheinland-pfälzischen Forschung schon profitiert. Denn dann steckt in Ihrer Servolenkung mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit ein Stück Sensortechnik aus Rheinland-Pfalz. Und Innovationen aus Rheinland-Pfalz sind schon längst nicht mehr nur erdgebunden in den Mars-Robotern Spirit, Opportunity und Curiosity, stecken in Sensorik und auch in Spektroskopie Innovationen aus Rheinland-Pfalz. Es sind gute Beispiele für einen erfolgreichen Wissens- und Innovationstransfer. Das bedeutet auch, Wissen und Erkenntnisse, Wege zu bauen und von Universität bis an die Werkbank unserer Unternehmen sie dahin zu bringen. Damit und daraus wächst Rheinland-Pfalz, entwickelt sich Rheinland-Pfalz und daraus entwickelt sich eben auch Deutschland. Meine sehr verehrten Herren und Damen, die Forschung der vergangenen Jahre in Rheinland-Pfalz und in Deutschland
hat einen Grundstein für viele Erfolge von heute gelegt. Und wir hoffen doch sehr, dass die Forschung von heute der Grundstein für viele Erfolge für die Zukunft ist. Dass wir die Forschung und die Lehre brauchen, das ist unbestritten. Dass wir alles daran setzen, dass die bestmöglichsten Rahmenbedingungen dafür da sind, auch das ist unbestritten. Dass wir manchmal nicht alles können, was wir gerne täten, das ist genauso unbestritten. Aber ich finde, dass Sie mit den Rahmenbedingungen wirklich sehr, sehr gut umgehen. Und dazu wünsche ich Ihnen auch weiterhin viel Erfolg. Sie können sicher sein, dass die rheinland-pfälzische Landesregierung auf jeden Fall auf der Seite der Forschung und der Lehre stehen wird. Und ich danke sehr, sehr herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend hier.